Jetzt kommt er. Viktor Brüsewitz. Am Anfang der Saison, da hätte er, glaube ich, auch nicht so genau damit gerechnet, dass er sich nochmal fürs Championat qualifiziert. Ist aber den Championatsweg gegangen, ist auch ganz viel international draußen gewesen. In Saumur, in Ermelo, in Grotebügel in Belgien. Da war er einfach mit dabei. 33 Jahre ist er mittlerweile und das ist definitiv sein letztes Jahr. Goldjunge hat er mitgebracht. Das Pferd, mit dem er uns auch in Aachen wirklich überzeugt hat. In Aachen, da hat er eine Kür, hat er selber gesagt, glaube ich, die Kür seines Lebens geturnt. Wiesbaden Masterclass konnte er gewinnen dieses Jahr. Dieses fantastische Event vor dem Wiesbadener Schloss, das draußen ist. So, Jacqueline Schönteich an der Longe von Goldjunge. Und jetzt, das ist so, wie er auch ist, sein ganz, ganz eigenes Programm und seine ganz eigene Art, sich auch hier aus dem Voltigieren, aus dem Wettkampf-Voltigieren zu verabschieden. Viktor Brüsewitz mit seiner Kür. Das ist der kurze Moment des Innehaltens. Und wäre jetzt wirklich spannend, was alles in diesem Kopf vorgeht. Ob ihm vielleicht die ganzen Bilder seiner Karriere jetzt gerade ablaufen. Stehende Ovation, der Applaus, der ist für Viktor. Viktor Brüsewitz mit dem Pferd Goldjunge, Jacqueline Schönteich an der Longe. Man darf es mir übel nehmen oder nicht, aber waren natürlich so ein paar Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, ah, da muss er nochmal nachgreifen und so. Da soll noch mal einer sagen, der Viktor, der ist ein knallharter Typ. Ist er natürlich nicht. So, sein Dankeschön an das Publikum.